Hallo Leute, ja, es ist gerade etwas stressig in Oxygen Not Included. Unser Stressfaktor ist ziemlich hoch. Wir haben hier unten schon was zum Aufwischen gemacht, aber naja, er tropfelt da weiter runter. Joshua war das, der hier irgendwo saß, da ist er. Der war voller Stress und wir arbeiten dran. Ellie war von der Bank runter und da müssen wir mal gucken, wie wir weiterkommen, ne? Ich würde sagen, nach dem Logo legen wir da mal los, dass wir den Stress runterkriegen. Ja, war Ellie nicht letztens schon mit 80% runter und die liegt jetzt schon wieder auf der Bank mit 85. Hier hat einer eine Sauerei gemacht, ja, Joshua wieder. Ah, das wird jetzt schwierig hier. Ja, und hier unten ist jetzt schon voll und gleich läuft es auch noch über. Oh Mann. Ja, jetzt schon zu spät. Wisch mal. Ah, da kann man noch wischen. Aber wer wischt, ne? Und Essen? 14.000. Okay, das geht gerade noch so, ne? Gleich tropft sie auch noch runter, glaube ich, oder? Na, jetzt ist wir wenigstens schon mal aufgefangen. Wie kriegen wir den aber da weg? Der musste hier auf die Bank. Okay, die wischen das erstmal schon mal auf. So, wie kriegen wir das? Der muss ja zugemacht werden, ne? So, das sieht erstmal gut aus. Hier oben können wir schon wieder wischen. Er hat schon wieder weiter reingetränt. Alles eine Träne, ne? Ist er immer noch da am Sitzen, ja. Und Elli, geh doch mal jetzt von der Liege runter. Kann ja nicht sein, ne? Wie weit ist denn Elli? Sind wir hier besser wahrscheinlich, ne? 82%. Er heult immer noch weiter. Fertig werden. Unausgeruht, zu hell. Wieso ist es da zu hell? Ellie hat 81%. Joshua heult sich immer noch zugange. Wie sieht's mit Essen aus? 14.800 ist ein bisschen mehr. Ellie, geh mal runter. Joshua muss da drauf. Oh, hier oben. Na super. Er hat auch eine Sauerei gemacht. Ellie, 80%, jetzt aber runter von der Bank. Joshua muss da drauf, damit er aufhört zu heulen. Das gibt's doch gar nicht jetzt, Ellie. Jetzt haut Joshua ab, ne? Wo ist er denn? Jean? Wo ist Joshua? Frankie? Jean? Wir können erstmal hier nochmal wieder wischen. Okay. Ach, Stress ist jetzt runter. Ellie ist bei 77, aber er ist immer noch da drauf. Naja. Es geht bis 50 runter. Auszeit beginnt bei 80. Okay, das haben wir jetzt soweit erstmal schon mal geklärt. Hier ist die nächste Sauerei. Boah, wo geht das überall hin? Hier ist auch Sauerei. Irgendwas ist verstopft, kann das sein? Überall, überall ist Pipi. Irgendwas passt nicht. Toiletten sind verstopft. Schauen wir gerade mal rein, oder? Ah, kein Wasser da, das ist unser Problem. War das nicht hier, dass das hier sauber gemacht wird? Wieso geht hier jetzt nichts durch? War blockiert.
Okay. Das kriegen wir gerade nicht so richtig in den Griff, ne? Können wir hier was wischen? Glaub nicht, oder? Doch, die erste Stelle geht. So, hier oben wird aber nicht weitergebaut, ne? Wie ist die Prio? Ah, hier. Okay, die ist nicht hoch, ne? Nochmal 7 daraus. Da müssen wir gucken, wie es weitergeht. Die Rutsche geht auf jeden Fall schon mal runter. Der Mordrak, der hatte mir übrigens ein schönes Video gemacht, wo ich sehen konnte, wie man das mit dem Wasser abkühlen hinkriegt, ne? Das ist natürlich noch eine ordentliche Aufgabe, die ich da vor mir habe, ne? Na, hier ist jetzt auf jeden Fall Alge. Wie viel haben wir denn überhaupt? 3,6. Und hier können wir noch was abbauen, das ist schon mal gut. Da müssen wir mal gucken. Hat auch einer eine Sauerei gemacht. Hier ist unser Geysir, der da noch 30 Zyklen oder so braucht, ne? 30,6 Zyklen. Das hier ist aus Amalgam gebaut, denke ich. Ist aber nicht in Flüssigkeit. Ich hoffe, das haben wir alles so richtig gemacht. Na, da müssen wir mal gucken. Wir brauchen auch noch viel Öl. Das können wir hier mal auch gerade wieder aufwischen. Und die müssen irgendwie gezähmt werden, hat der Mordrak geschrieben. Und dann brauchen die aber viel CO2, damit das klappt. Ah, da ist schon wieder Wasser. Schmutziges. Hier ist auch schmutziges Wasser. Es läuft gerade ein bisschen aus dem Ruder. Steht gerade überall schmutziges Wasser zur Verfügung, ne? Wird hier jetzt gewischt? Ne, Ellie geht noch weiter hoch, die macht was anderes. Hier müsste man mal eine Pumpe hinstellen, vielleicht, oder? Zum Entleeren von, ne? Sanitärflaschenentleerer. Kann ich den hier hinmachen? Hier gibt es keine Plattform, ne? Dann müsste ich da einen machen. Ist natürlich weit, weit weg von unserem Ziel. Aber können wir jetzt erstmal nicht ändern. Niesbett kommt. Was macht Niesbett? Wo ist er denn jetzt? Geht wieder runter. Ah, kein Sauerstoff da oben, schon shit. Kein Wasser da drinne. Das ist schlecht. Unser Wasser ist gerade ein großes Problem. Essen natürlich auch. Da kommt Nisbet. Ist hier irgendwo was? Hat sie ein Röhrchen weitergemacht. Wir müssen hier noch eins und na, es ist noch viel. Ja, das ist richtig rum. Travallo kommt jetzt. Travallo hat Material mit, oder was? Travallo hat auch schon gereizte Lunge. Okay, da ist gerade der Dingens angegangen, der Drucker. Wollen wir hoffen, dass wir vielleicht eine Wasserlieferung da haben. Das ist ein Hilfspaket. Okay, nehmen wir besser wie gar nichts. Wie ist der Stress? Viel zu hoch. Wer ist hoch mit dem Stress? Rennen ist diesmal hoch mit dem Stress. Der Bank sitzt aber wahrscheinlich keiner, oder? Ne. Ja.
Salvador war oben, okay. Hat er noch eine Leitung gebaut? Wahrscheinlich, ne? Nee, hat er nicht. Wo gehen die jetzt alle hin? Nach oben? Ja. Wo ist hier der Sauerstoff? Na, hier geht's. Wenn sie da sind, dann kriegen sie erstmal Sauerstoff. Aber der ist verschmutzt. Hier oben ist viel Sauerstoff tatsächlich, aber verschmutzter. Okay, die Leitung ist gleich fertig da. Ah ne, da muss erst noch der Fels weggemacht werden auch noch, okay. Okay, er macht aber hier schon wunderbar die Leitung weiter. Okay, das geht voran. Renn ist aber gestresst, ne? Der macht gleich irgendwo eine Sauerei oder sowas. Ah, hier können wir wischen. Sogar tatsächlich fast alles aufwischbar. Oh, ich hätte jetzt gedacht, dass die Flasche hier kaputt geht, aber sie ist tatsächlich nicht kaputt gegangen. So, Joshua ist jetzt auf dem Weg nach oben. Und jetzt muss er Pilli. Pipi, aber ist nicht schlimm, wenn du hier hinmachst, hier sowieso verschmutztes Wasser. Er liefert noch Granit. So, jetzt ist schon mal ziemlich weit oben fertig. Das ist schon mal gut. Ist nicht mehr viel, ne? Stress erbrechen. Wer? Hier unten. Oh. Jetzt ist hier auch noch nebenher getröpfelt. Obwohl es da nicht so schlimm ist, weil es da passend runter geht. Hat eine Sauerei gemacht. Viermal. Oh Mann, wir brauchen Wasser. Ist alles aufgewischt hier. Außer da, da funktioniert es aber gerade nicht. Hier oben ist keiner, ne? Doch. Oh, der Filter geht. Respekt. Flüssigkeitsoverlay. Es kommt etwas Wasser. Warum geht es jetzt nicht weiter, ist die Frage. Wegen kein Filtermaterial. Das fehlt jetzt hier, wetten? Nee, kein Strom. Oh Mann. Was macht er? Er holt da was? Sandstein, okay. Stress erbrechen schon wieder irgendwo. Hier können wir noch wischen. Hier müssen wir auch wischen. Er macht noch fröhlich weiter, ne? Aber da ist nicht schlimm, wenn es da reinrutscht. So, mit dem Wasser, das müssen wir gerade noch mal schauen. Die Leitung kommt von ganz da oben her. Das ist schon mal gut. Stress erbrechen ist nicht so gut. Und die hört hier auf, okay? Das heißt, wir müssen da mal irgendwo die Wasserleitung anschließen dann. Wo ist denn jetzt Sanitär? Da. Wo ist jetzt das saubere Wasser? Eingang ist weiß. Das ist natürlich auf der anderen Seite. Dann gehen wir hier hin. Jetzt müssen wir das noch bauen, ne? Da gab es sauberes Wasser.
nicht viel, aber etwas. Hier können wir jetzt Flüssigkeiten auswählen, verschmutztes Wasser. Okay. Eine Sauerei gemacht, dreimal. Essen 15.000. Okay, die Sauerei ist irgendwo anders, aber nicht hier jetzt gerade. Hier ist ganz viel Sauerei. Und hier ist noch mehr Sauerei. Jetzt kriegen wir gerade viel verschmutztes Wasser. Ist nicht schlimm. Zurzeit. Bin ich froh drüber. Was haben wir denn hier abgebaut? Ach, Alge, okay. Sollten wir vielleicht nochmal graben. Mal die Alge auf 7. Was ist das? Schleim, ist der kontaminiert? Natürlich ist der kontaminiert. War vielleicht nicht so eine tolle Idee, hier reinzugehen. Aber machen wir jetzt. Hat sowieso keinen sittlichen Nährwert momentan. Dann können wir das hier nochmal gerade abbrechen. Nicht so tief gehen. Was macht Niesbett jetzt hier? Die baut jetzt hier ab, oder was? Sandstein, auch die Treppe, okay. Ja, okay. Lass es mal machen, ist schon okay. Wir brauchen auf jeden Fall die Alge. Er hat jetzt hier CO2 aufgenommen, ne? Hier ist auch genug CO2. Haben wir irgendwo Sauerstoff, ne, sauberbares. Ja, hier in der Mitte. Aber es läuft ziemlich schlecht gerade. Hier ist ganz schlecht wahrscheinlich, weil die alle total über Ding ins Limit sind, ne? Obwohl, hier geht es tatsächlich noch. Den können wir sogar noch machen. Der ist schon überfordert, überfordert. Überfordert, überfordert, überfordert. Ja, da muss es jetzt schick werden, oder wie ist das? Ja. Wir haben ganz viel hier zu tun, ne? Es wird immer schwieriger. Hier wird produziert, ne? Sieht. Barbecue können wir machen? Dann lass mal ein Barbecue machen, damit wir vielleicht ein Essen haben. Wie ist denn oben mit dem Wasser? Der läuft gerade. Es kommt jetzt auf jeden Fall ein Stück frisches Wasser weiter voran. Wie weit ist die Leitung? Wahrscheinlich noch nicht. Doch, ist schon fertig. Richtig cool. Ist hier schon was hingeflossen sogar? Respekt. Also beim Wasser sind wir jetzt einen Schritt weiter gekommen. Ja, die Toiletten waren natürlich jetzt auch die ganze Zeit verstopft und so, ne? Also die Waschbecken sind alle noch voller Wasser, aber die Toiletten nicht. Was war das? Verhungern. Wer verhungert denn jetzt? Hören wir mal was. Da ist auch schon wieder was zum Putzen. Ihr müsst hier nur ernten, es ist genug da. Warte, da muss noch mehr geputzt werden. Wer verhungert denn jetzt? Ist jetzt am Schlafen. War das jetzt Camille, die am Verhungern ist?
Als ob ich da auch noch das Bett der weggenommen, ich doof, Mann. Abe geht da jetzt schlafen, auch schön, ne? Camille schläft jetzt da. Frankie ist am Verhungern. Nahrungsmittel nicht erlaubt. Dann lass uns das mal gerade erlauben, weil das macht anders ja keinen Sinn wohl. Oder wir machen gerade schnell den Schmatz, den Dingens hier an. Wo ist er denn, die Küche? Matschregel. Zack, produzieren. Eigentlich müssten wir Läusebrot machen, aber... Und die Prio müssen wir hier mal auf 7 setzen. Joshua geht jetzt dahin. Joshua ist auch am höchsten. Hier wird einmal Essen gemacht. Können wir hier noch ein Ei aufschlagen. Ich habe keine Ahnung, wie viel wir haben. Lass mal 2 Eier machen. Mehl ausfehlt. 1000 Gramm Knorpelbeere waren das. Es verhungern gerade 5. Ich glaube, wir machen erst einen Cut. Ich sag mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, dass wir es wieder ans Laufen noch kriegen. Es ist das Wasserproblem, sind wir ja schon mal weitergekommen. Das ist ja schon mal ganz wichtig, ne? Lass uns noch mal gerade reingucken. Das Wasser steht bis hier, läuft aber nicht weiter, weil es falsch rum angeschlossen ist wahrscheinlich. Wie kriegen wir das hin? Schwierig. Machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.